Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within. Ja, der erste Teil, wo ich jetzt hier erfolgreich diesen Teil abschließe, tue ich euch mal schnell nachsprechen, weil ich in der Zeit nicht gesprochen habe. Es war mal kurz so ein Jubel, wo ich kurz durchatmen und jubeln, aber ansonsten war das sehr, sehr spannungsgeladen. Wir sind jetzt, entschärfen hier erstmal diese Falle, gehen dann in diesen kleinen Raum, um uns alles zu snacken, weil mir ist aufgefallen in der Aufnahme letztes Mal, weil ich die auch leider nachsynchronisieren musste, dass ich ja dieses riesen Elixier stehen lassen habe. Auch gedacht so, es geht. So, ansonsten ist mir auch aufgefallen, dass wir jetzt irgendwie recht viel von diesen Teilen bekommen. Und natürlich, ich mag Teile teilweise, also. Und hab mir gedacht, naja, dann machst du es dir doch gleich ganz einfach. Weil du so viele Teile hast. Aber das werdet ihr gleich sehen, was ich mit den Teilen anstelle. So, als erste Aufgabe, die uns gestellt wird, ist natürlich erstmal hier diesen guten Typen umzunieten. Natürlich könnte ich auch sagen, ja, okay, wir machen es einfach so. Ich locke ihn einfach zu mir, damit die Falle ausgelöst wird. Doch es ist für mich eine mehr Win-Win-Aktion. Warum tut ihr das? Okay. Wenn ich... Ja, schön, update das, mir wegen, aber macht das... Ich das sehe. Wenn ich mir die Dings nehme, die... Wenn ich ihn von hinten im Schleichangriff umbringe, anstatt... im Schleichangriff an... umbringe und das Teil bekomme, anstatt ihn zu mir kommen zu lassen, dann das Teil nicht zu bekommen. Er wird trotzdem sterben, wird aber wahrscheinlich alle anderen dazu noch aufwecken. Und das ist natürlich nicht so geil. So ist es langsam mal jetzt fertig hier mit installieren, weil ich habe das Gefühl, das braucht ziemlich viel Leistung. Ja, so die nächste Aufgabe ist natürlich, ich habe halt einerseits, ich schaue jetzt gerade, wie dieses Ruwik-Abbild hier rumheimst, weil wer... Ich weiß nicht, hättet ihr das gesehen? Nee, ich glaube nicht. Zumindest was läuft ja auch auf dieses Bett. Und ich war einmal habe ich mir gedacht, okay, gut, du machst es ganz einfach, du bringst ihn halt von hinten um, was ich jetzt auch gleich tun werde. Spoiler-Alarm. Aber halt, ich habe dann so gedacht, ja, ich habe halt nie damit gerechnet, dass er auf dieses scheiß Bett geht. Und das war halt voll scheiße. Und dann hat er mich halt gesehen, dann bin ich gestorben. Nice. Geil. Und hatte ich auch so Schiss, dass er mich jetzt sieht. Oder dass er hier so plötzlich rumdreht, aber... Nachdem ich ihn umgebracht habe, hat mein Herz so geklopft. Er dachte so, scheiße. So. Wir nehmen uns jetzt hier hinten erstmal noch. Hier liegt ja auch noch ein bisschen Gel rum. Und... Ja... Eine Flasche, die ich gar nicht wollte. Ich habe sie erst mal versucht loszuwerden, aber... So, und zwar bin ich auf die Idee gekommen, dass es auch diese geilen Explosivbolzen gibt. Und die könnte ich ja, weil ich es einmal schon ausprobiert hatte, weil die kommen dann zur Tür rein. Also, nicht zur Tür, oder halt von jetzt, von rechts, würden die halt reingerannt kommen. Weil ich jetzt gleich eine Aktion machen werde. Und ich werde eine Aktion starten. Und dann würden die da reingerannt kommen. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn du da die Dingsbolzen hinhaust, dann wären sie ja damit umgebracht. Und das war eine gute Idee von mir. Natürlich habe ich es erstmal verkackt. Das war ein bisschen scheiße. Das habe ich aber jetzt nicht rausgeschnitten, weil ich das Sinn fand. Das Ganze läuft schon ein bisschen schneller ab. Also, ich habe es. Manchmal ist es so ein bisschen so warten. Und zwar läuft da hinten immer einer lang. So. Und den möchte ich halt mit einem gezielten Kopfschuss außer Kraft setzen. Und dann hören die halt diesen, dass ich halt geschossen habe und kommen halt hier in diesen Raum gerannt. Und schauen sich halt um. So, hinter mir ist ein Schrank. Übelst verschossen, ich bin so geärgert. Und die werden jetzt auch gleich kommen und da werde ich jetzt den einen auch gleich wegrumsen. So, seht ihr, da kommt der und... Super. Da habe ich ja auch gedacht, weil es war immer mega schwer, wie könnte ich denn die anderen... Ich habe mich dann gedacht, oh nein, hättest du doch bloß von der anderen Seite noch. Hättest du da auch noch einen gemacht. Aber es sind nämlich noch zwei.
Nee. Es sind noch viel mehr. Es sind noch viel. Sonst dann klopft dieses Herz so. Also im Spiel würde ich es immer so. Ja, da könnte doch Claire mein Herz aufnehmen können in der Situation. Also. Aber naja. So ist das nun mal. So, jetzt können wir uns endlich auch bewegen. Und ich mache jetzt gleich noch so ein Ding. Bin ich da eigentlich zweimal auf die Taste gekommen? Ich glaube ja, ne? Weil ich dachte, oh Mist. Ich wollte eigentlich nur einmal. So, ich wusste jetzt nicht, ob die das auch gehört haben. Jetzt ist er da. Dann schnell in den Schrank. Weil ich bin ja so ein Schrankkind. Das hat man bei Thief sehr gut gemerkt. Das ist der nächste weg. So, jetzt kommt der nächste. Also ich bin dann jetzt hier noch ein ganzes. Ich bin jetzt noch ein Stück in den Schrank. Ich denke mir so, okay, ja, alles schön. Ich hatte einen höher. Recht nah höher. Und denke mir dann so, warum kommt das Herz wieder? Ich hätte auch mega Schiss, dass einfach jemand diesen Schrank aufreißt. Und zwar kommt er von der anderen Seite. Und er ist richtig scheiße, weil der patrouilliert jetzt hier drin. Ich habe gedacht, so willst du mich verarschen? Und der patrouilliert jetzt hier drin. Und ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, also ich habe das letzte Mal war ich ungefähr so an der gleichen Stelle wie hier jetzt. Dass der halt ja auch drin patrouilliert hat. Und ich mir halt überlegen musste, wie mache ich das jetzt so. Und damals war es halt auch so, dass er halt hier patrouilliert hat. Und ich mir gedacht habe, wie könnte ich ihn ausschalten? Weil natürlich wäre halt die beste Option ein Schleichangriff. So, aber das ist nicht einfach. So, und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, komm, versuch's. Und es hat geklappt! Ich habe mich so gefreut, weil ich so wirklich Munition sparen konnte und habe mir gedacht, burn, baby, burn! Ja, geil, ne? Ja, fand ich geil. So, da vorne liegt jetzt noch G. Und ich wusste einfach nicht, wie viele hier jetzt sind noch. Ich wusste nicht, ob ich den da vorne weggemacht habe. Anscheinend schon. Dann ist ja, wie man in der letzten Folge gesehen hat, ist ja dieser eine drüber geklettert. Das war vielleicht einer, den ich auch in die Luft gesprengt habe. Und dann ist dieser eine Patrouillierende, den habe ich ja wegbekommen. So, jetzt weiß ich aber, dass da drüben noch dieser eine Ruvik etwas ist. So, und der stand jetzt als nächstes auf meiner Agenda. Aber das ist halt, ich wollte ihn am liebsten halt mit einem Headshot oder mit einem gezielten Sniper-Schuss ausschalten, aber das ging nicht so, weil ich keinen so richtigen Winkel gefunden habe, wo ich den hätte treffen kommen, weil ich habe gedacht, hier, aber wenn ich mich jetzt direkt hingestellt hätte, dann hätte er mich halt gesehen. Und das wäre halt auch scheiße gewesen, weil dann hätte er alle anderen aufgeweckt und wären alle zu mir gerannt. So. Weil ich warte jetzt hier und sehe halt gleich. Weil er muss ja dann um die Ecke und dann ist das davor und dann habe ich nicht schnell genug geschossen und dann ja. Weil ich wollte ja auch nicht hier durch dieses Säure-Ding durchgehen, sonst wäre ich auch gestorben. Eigentlich wollte ich da mal durchgehen und einfach gucken, was passiert, aber. So. Hier habe ich auch noch eine Bombe. Es ist eine Granate gefunden, eine Granate. Aber leider habe ich die gar nicht gebraucht. So, hier ist so eine Falle, die können wir entschärfen. Was mir gerade auffällt, es ist ja hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da ist auf jeden Fall auch so ein Explosiv-Ding. Also, was halt, wenn du dich nicht hinkniest oder schleichst, dann geht das Ding hoch. Will ich nie entschärfen, weil ich da einfach zu behindert dafür bin. Und auf jeden Fall habe ich mir gerade so gedacht, gerade jetzt, gerade nicht im Spiel,
Es wäre eigentlich lustig gewesen, die Leute dann so rein zu schicken, also mit einer Flasche reinzuwerfen, dass die Leute hingehen und dann das Ding hochgehen zu lassen. Ja, das wäre eine coole Idee gewesen. So. Jetzt war er, wie gesagt, dran. Muss halt erstmal aus diesem komischen Raum rauskommen. So, jetzt kam er aus diesem Raum raus. Ich dachte so, okay, gut, da ist noch was, da kann ich mich noch dahinter verstecken. Aber ich hab so Schiss, dass er mich jetzt gerade sieht. So, und dann habe ich gedacht, okay, geil. Jetzt geht's los. Und jetzt der Himmel so. Fuck. Und er sieht mich natürlich. Und ich war so, schieß, schieß, schieß. Und dann so, burn, 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 burn. Und er, aber so, okay, komm, renn, renn, renn. Da habe ich auch so sinnlos verschossen. Kurzen Moment. Weil ich doch mega fertig war. So, jetzt war natürlich die Frage, ist jetzt noch irgendwo jemand hier drin? Ich weiß gar nicht, ob noch jemand ist. Aber zumindest mal jetzt erstmal als nächstes wollte ich erstmal hier das entschärfen. Das dauert ja auch übelst lange. Ist ja nicht so, dass es ein Ding von 2 Sekunden ist. Ne? So. Haben wir auch wieder ein Teil. So. Gut. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass ich halt die Pistolenmuni so einfach so richtig verschwenderisch verschossen habe. Aber das war dann so ein Moment, wo ich dann einfach stirb, stirb, stirb. So, ich höre mich jetzt hier noch um. Ich will eigentlich nur gucken, ob jetzt draußen noch jemand steht. Das sieht ja strange aus. Der Schatten von... So, hier hinten, das wollte ich noch nehmen. Ach stimmt, ja, hier war noch einer. Na, hier gedacht, komm, den machst du. Den machst du richtig geil, jetzt mit der Sniper weg. So. Und hier gedacht habe ich jetzt, weil ich glaube, der hat auch ein Gewehr und alles gehabt. Also ein Gewehr oder ein Revolver oder was auch immer das ist. Und da hatte ich keinen Bock, dass er halt... Wenn er mich sieht, weil ich sowieso nicht mehr viel Munition hatte. Und dann habe ich gedacht, ist doch viel besser, wenn ich jetzt eine Patrone von meiner Sniper nehme, anstatt. Hier habe ich nochmal kurz innegehalten, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kommt ja noch jemand. Aber gar nicht der Fall. So, wir schauen uns jetzt eigentlich nur noch schnell um. Den Raum mal ganz kurz reingeschaut, aber hier gehe ich sowieso gleich nochmal rein. Hier ist nämlich noch eine Bärenfalle. Hier hinten kommen wir nicht hin. So, guck, die meinte ich jetzt rechts. Die rechts waren. Mit, die hätte man gezielt. Aber jetzt nochmal hier links, ist jetzt nämlich auch einer. So, habe ich jetzt was gesucht. Nicht gefunden, aber hier war noch was. Nämlich noch ein Teil. So, hier könnte man sich auch nochmal verstecken. Hier liegt aber auch nichts dahinter, was ich gehofft hatte. So, dann haben wir diesen Raum da hinten abgegrast. Hier liegt immer noch diese Granate. In der Ecke ist leider auch nichts. Ich schleiche die ganze Zeit, weil ich mir immer denke, so, wenn jetzt irgendwo noch ein Zombie um die Ecke kommt, dann bist du am Arsch. So, und zwar steht hier nämlich noch eine Statue. Und die nehme ich mit. Ich habe mir jetzt gedacht, einfach mal Schlag, falls... Oh. Wie auch meine letzte Munition an Dings. An meine Pistolenmunition. Verschwendet. So, hier war noch ein Raum. Den möchte ich natürlich noch mitnehmen, weil hier gibt es nämlich mindestens noch 2 Teile. Ne, sogar 3. So. Gut, dann müssen wir das Ding jetzt noch entschärfen.
Und das war's. Gut, dann sehen wir uns jetzt. Oder jetzt mache ich ganz normal weiter. Und er sieht mich, hört mich wieder live kommentieren. So, wir sind durch. Ah, oh, fuck. Ja, ich wollte das Ganze lieber für mich selber machen. Also im Sinne von nicht reden, einfach nur das Ganze in Ruhe machen. Und wie man sieht, habe ich das jetzt auch in Ruhe gemacht. Und will nicht sagen, aber es ist gleich beim ersten Mal geglückt. So, jetzt machen wir auf. Ich weiß, dass man ihn umgehen kann. Wenn ich da drüben lang gehe, wird mich was ausgelöst. Das ist es nicht. Ich weiß, dass ich das nicht auslösen muss. Gut. Ach, da muss ich anscheinend doch ein bisschen weiter vor, dass es das Ganze auslöst. Okay, gut. Jetzt müsste er weg sein. Ja, weg ist er. So, wir nehmen hier die ganzen Teile mit. Ach so, ich hab die. Das war aber auch knapp. Ja, weil ich gedacht habe, ich mache die ich jetzt mache. Aber habe ich anscheinend nicht gemacht. Ich wollte es nicht anmachen, wenn ich das sehe. Nehmen? Was können wir denn jetzt nehmen? Achso, das hier hinten können wir nehmen. Ach, und den Schlüssel. Den habe ich ja gerade von hier oben runtergeschossen. Und den konnte ich jetzt nehmen. Sehr schön. Oh Gott, das war wieder ganz schön, anstrengend, diese kleine Partie dort. Das Problem ist, bei manchen Dingen bin ich halt nicht so ruhig und nehme mir halt nicht die Zeit und sag hier, daran mache es in Ruhe, das wird besser. Es wird ja auch besser, ich weiß es ja auch. Kann ich das denn entschärfen? Ja, super. Gab's gar nichts. Dann auch schade. Also, sonst wäre jetzt hier ein Alarm losgegangen, weil normalerweise wäre der Alarm losgegangen. Und ja, dann können wir jetzt auch hier weitermachen. Wenn wir vielleicht endlich mal aus diesen Katakomben hier unten rauskommen, das ist ja grauenhaft. Ja, eigentlich war so schlimm war es ja gar nicht. Ich habe nur so lange gebraucht, um das zu machen. Ist halt auch immer nervig, wenn ich. Okay, da geht's einfach nicht weiter. Okay. Okay. Jetzt sterbe ich da.
Ja. Und eigentlich war es jetzt nicht so schwer gewesen. Ich habe halt eine gewisse Taktik gehabt, weil ich habe mir halt, ich glaube, das ist mir gestern so eingefallen, als ich gedacht habe, so, man kann das ja eigentlich auch so machen, dass man sagt, man macht halt diese Explosivbolzen hin. Oh, Kontrollpunkt. Kidman, bist du da drin? Oh, oh. Das sieht nicht so gut aus. Ja, dass wir da, ja, diese Brandbolzen hinhauen, oder Explosivbolzen, und ja, dann. Und jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Sollte wohl besser runterklettern. Ah, da. Ja, oh, das ist ein Schrank. Yeah. Das gefällt mir jetzt hier aber schon wieder nicht so richtig. Sonst, ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Sonst ist auch dieser Moment, wo dieser eine aufsteht und ich mir einfach nur gedacht habe, jetzt ist es vorbei. Oh, Speicherpunkt! Aber nicht zu voll eilig reinhören, aber. Nein, nicht alle. Nein. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Also dir nicht. Bam. Eieiei. Aber aufkehren tust du ja auch nicht mal, ha? Huh? War auch immer schlimmer hier. Kommt ja schon alles von den Wänden, vom, wie nennt man das da oben? Decke. So, gibt's hier noch was zu lesen, meine Gute? Nein. Schade. Aber es wird jemand vermisst. Vermisst Joseph. Joseph Oda. Detective der Polizei von Crimson City verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Okay. Das sind neue Erkenntnisse. Nein. Moment. Ich will nämlich erst hintergehen und das aufmachen, falls es so ist, dass ich jetzt nochmal Gier bekomme, damit ich das auch einsetzen kann. Gibt es ja eigentlich noch irgendwelche Dinge, die offen sind? So. Naja, machen wir das noch auf und dann haben wir eine Reihe offen. Ich wusste, dass Gier drin ist. Ich wusste es. Scheißteil. Ja, okay. Bam. Okay, so, jetzt haben wir 17.000. Eieiei, in was investiere ich denn jetzt? Fragen befragen, Spitzenwirken. 15 Nahkampfschaden habe ich schon auf volle Stufe, maximale Sprintdauer. 15.000, die Spitzenwirken. Naja, die 6, die werden mich jetzt wahrscheinlich auch nicht das Leben retten. 5.000, 4.000 Magazingröße. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh shit, das war wieder falsch. Ich wollte so machen. So, Schadenmultiplikator. Die Magnum habe ich bisher noch nicht einmal genommen. Hier hätte ich gerne den Schadensmultiplikator. Die macht halt schon Sau-Damage, ne? Ist halt einfach so. Die Feuerrate könnte ich jetzt nochmal erhöhen.
Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße, Genauigkeit, kritisch. Ich kümmere mal. Okay, jetzt sind wir schon durch. Okay. Ich will noch ein bisschen mehr, aber okay. So, jetzt können wir auch endlich speichern gehen. Es wird Zeit. Viel zu lang in diesem Kapitel. Zumindest gefühlt. So, wie haben wir denn jetzt dafür erstmal bisher gebraucht? Ja, schaut, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um von diesem letzten Speicherpunkt bis hierhin. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!